Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch hallo an alle Lockenwellenköpfe oder die, die es werden sollen. Denn heute geht es um ein Video, was überhaupt nichts mit Büchern zu tun hat. Denn es geht um Haare, es geht um Locken und um Wellen. Und warum es so ein Video heute auf meinem Kanal gibt, hat den Grund, dass mich unglaublich viele immer wieder nach meinen Lockenwellen fragen, seitdem ich meine Haare vor etwas über einem Jahr jetzt wachsen lasse. Und ich immer wieder überrascht bin, wie viele das gefühlt auch einfach interessiert. Ich bekomme da Nachrichten auf Instagram, ich habe schon E-Mails bekommen über Facebook und bin total fasziniert und denke, eigentlich bin ich ja nicht dafür bekannt, groß Beauty-lastig zu sein, also auch gerade als ich dann irgendwann meinen Beauty-Kanal habe ad acta gelegt. Aber ich dachte, ich erkläre heute einfach mal, wie ich zu meinen doch relativ schönen Locken, gerade bei der Länge, gekommen bin oder auch zu den Wellen und möchte ein bisschen über die von mir angewandte Curly Girl Methode sprechen. Ja, bei manchen, der jetzt Wellen hat, wird so ein bisschen was aufleuchten, hat man schon mal gehört. Ich habe hier Produkte stehen, die ich verwende, die für mich super funktionieren, weil ich tatsächlich sagen muss, dass diese Art der Anwendung von Produkten wirklich meine Haarpflege, meine Haarroutine verändert haben. Jetzt nicht weltbewegend, das sind ja immer nur noch Haare und es sind Wellen und es sind Locken und ja, ob sie jetzt kurz sind oder lang, es ist eigentlich vollkommen egal und ich glaube, alle, die schon länger auf meinem Kanal sind, die wissen das, dass ich von kurzen Haaren über blond, über braun, über rot, über dunkler, so gefühlt alles in meinem Leben schon mal war. Außer blau. Blaue Haare habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe ein paar Produkte hier, die alle in der Drogerie zu finden sind, bis auf ein Produkt, das ich auch selbst über Amazon bestellt habe. Alles, was ich irgendwie finde, verlinke ich euch auch unten in die Infobox. Also schaut da gerne mal vorbei, welche Produkte ich verwende. Und ich möchte auch eine Kanalempfehlung abgeben, und zwar für den Kanal Plunderstückchen. Dort gibt es alles, was es über Curly Girl Methode zu sagen gibt, findet man dort. Von Tipps über Leinsamengel, über Gelatine-Anwendung, über ja, High-End-Produkte, die man verwenden kann. Da findet man alles. Kann ich euch absolut empfehlen. War auch für mich am Anfang wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Ich selbst beschränke mich auf Drogerieprodukte, weil mir zum Beispiel nach wie vor oder immer wichtig ist, dass sie tierversuchsfrei sind und dass ich sie eben auch einfach hier im Laden kaufen kann. Bis auf, wie gesagt, ein Produkt, was ich dann auch bei Amazon gekauft habe. So, jetzt werden sich aber natürlich alle fragen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, was ist denn diese Curly Girl Methode und warum ist die vielleicht auch so in aller Munde und warum machen das jetzt ganz viele? Und hier geht es einfach darum, seine natürliche Haarstruktur zurückzubekommen. Das ist oft so, wenn man Wellenlocken hat, man will ja grundsätzlich was anderes, man glättet, man nimmt einen Lockenstab, man macht allerhand mit den Haaren und hier wird einfach wirklich ja, ein sehr großer Fokus darauf gelegt, dass man die Haare pflegt, dass man eben auch einfach zum Teil auch gar nicht die Haare wäscht, was ich tatsächlich nicht hinbekomme, aber dass man eben Haare pflegt, wie man sie pflegt, um die Feuchtigkeit in den doch häufig trockenerem Haar zu halten. Denn so ein bisschen das Problem der Leute, die wellige, lockige Haare haben, ist, dass immer die Haare sehr, sehr trocken sind. Das ist auch ein großes Problem von mir und schon immer gewesen. Und dann ist das Problem, wenn man sie dann eben wellig oder lockig trägt und man kommt in den Regen oder man hat hohe Luftfeuchtigkeiten, dass sich das Haar voll dieser Feuchtigkeit von außen vollsaugt und man dann eben diesen klassischen frissgeladenen Kopf irgendwie hat, wo man sich fragt, was war das? Warum habe ich heute früh so lange meine Haare geföhnt und was auch immer? Für mich, um das vorne wegzugreifen, funktioniert diese Methode eingeschränkt sehr, sehr, sehr gut. Ich merke wirklich bei vielen Produkten, was die meinen Haaren geben. Und ich glaube, auch so ein bisschen den Schlüssel habe ich tatsächlich für meine Haare gefunden, was ich wann wie machen muss. Ganz wichtig ist tatsächlich auch, die Inhaltsstoffe müssen betrachtet werden von den Produkten. Also es gibt da unendliche Listen von Produkten, die zertifiziert sind für diese Methode. Die dürfen keinen Alkohol haben, keine Sulfate, keine Silikone, keine Parabene und noch irgendwas war ausgeschlossen. Darauf muss man wirklich achten und dann eben auch wirklich die Methode selbst. Man fängt in der Regel damit an, seine Haare einmal tiefen zu reinigen. Also wirklich alles aus den Haaren rauszunehmen. Das machen manche auch mit Geschirrspülmittel.
Fände ich jetzt persönlich ein bisschen zu viel für meine Haare, aber man will eben alles aus den Haaren raus haben, an alten Pflegeprodukten, Stylingprodukten, was auch immer. Alles geht aus den Haaren raus. Viele hören dann tatsächlich damit auf, ihre Haare zu waschen und machen so ein Co-Washing. Das bedeutet eben, man wäscht sich die Haare mit Conditioner. Das kann funktionieren. Meins ist es persönlich nicht. Und ich denke, wir gehen jetzt einfach miteinander mal meine Produkte durch, die ich verwende und wie sie anzuwenden sind. Und ich starte klassisch mit einem Shampoo. Und ich verwende sehr häufig das Baby Dream Shampoo. Das ist die Eigenmarke von Rossmann. Und das ist wirklich ein sehr mildes Shampoo, was meiner Kopfhaut unglaublich gut tut. Also das merke ich wirklich nach jeder Wäsche. Ich hatte noch nie so eine entspannte Kopfhaut, so eine gepflegte Kopfhaut. Und ich denke immer, was für Babys gut ist, kann für meinen Kopf auch nicht schlecht sein. Ist mit Kamille und Panthenol und pflegt wirklich die Haare und die Kopfhaut. Und das ist mir wirklich wichtig. Ich bin da ein bisschen empfindlich geworden. Vielleicht hat man auch irgendwas einfach übertrieben, wenn man zigtausend Shampoos in seinem Leben probiert hat. Ich liebe das Shampoo von Baby Dream und kann es wirklich nur empfehlen. Oder relativ neu, vielleicht so, ja, noch keine 8 Wochen, habe ich von Nature Box das feste Shampoo mit Kokosnussöl. Das Problem bei festen Shampoos, wie auch oft bei festen Duschgelen, ist für mich, dass sie doch ein bisschen mehr austrocknen. Das Problem habe ich tatsächlich hier nicht. Ich versuche mich hier immer ein bisschen abzuwechseln, dass beides mal drankommt. Denn was mir an dem festen Shampoo einfach gefällt, ist, dass man eben keine Verpackung hat. Man hat kein Plastik, man hat eben einfach eine Shampoo-Bar. Und hier eben eine Pappverpackung, die ich eben auch einfach aufgehoben habe, damit ich dann am Ende nochmal weiß, was ich eigentlich hatte. Und hier ist tatsächlich kaltgepresstes Kokosnussöl drin. Es ist frei von Silikon, Paraben, Sulfaten, keine Farbstoffe. Und eignet sich super dafür. Und damit schäume ich ganz normal mein Haar natürlich sauber. Und man muss beim Babyshampoo sagen, das schäumt nicht ganz so wie gewöhnliches Shampoo. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Und dann spüle ich das alles ordentlich aus. Und dann kommt für mich tatsächlich der heilige Gral. Wir geben uns eine Kur in die Haare. Und jetzt würde man denken, okay, und was ist jetzt an der Haarkur so speziell? Das Spezielle für mich ist tatsächlich, dass ich früher gefühlt nicht viel von Kuren und Spülungen gehalten habe und jetzt hier wirklich merke, wie gut das meinen Haaren tut, es bei jeder Wäsche zu kuren. Und das hätte ich früher nie gemacht. Gut, bei kurzen Haaren braucht man das auch nicht. Ich glaube, umso länger sie einfach werden, umso mehr Pflege brauchen die. Für mich ist das wirklich eine Erkenntnis aus dieser Methode. Das klingt wahrscheinlich total bescheuert, die ich großartig finde. Und es gibt da auch verschiedenste, Kuren im DM oder auch im Rossmann. Hier ist jetzt die Winter Protect von Balea. Hier muss man dazu sagen, die gibt es wirklich nur im Winter. Ich liebe die aber sehr. Das ist schon mein zweiter Pot. Und ich habe auch so eine andere rotpackige von Balea. Die finde ich auch mega. Es gibt da auch noch die Unterscheidung, ob das Haar mehr Proteine oder Feuchtigkeit braucht. Das damit habe ich mich tatsächlich nicht so beschäftigt, weil ich dachte, irgendwann ist es dann tiefgehend auch einfach zu viel des Guten, was hier was braucht. Ich weiß aber, glaube ich, dass das Feuchtigkeit ist und ich glaube, dass dann meine Spülung proteinhaltig ist, soweit ich mich entsinne, zumindest die, die ich gerade verwende. Auf jeden Fall gibt man dann die Kur in die Haare und knetet dann schon seine Haare zusammen, wie wenn man sie eben wellig machen möchte. Also man greift wirklich hinein und knetet so lange, bis es sich anhört wie feuchte Algen. Und das klingt erstmal total widerlich, aber ich finde tatsächlich, dass es diese Begrifflichkeit wirklich trifft, dass man eben durch dieses Knetschen irgendwann hört, dass die Haare voll dieser Feuchtigkeit sind, die man eben in einer Kur hat. Und dass dann eben wirklich, also schon das Springen der Locken ist gefühlt schon in den Haaren vorhanden. Und man spürt das wirklich mit den Händen, dass man hier etwas Gutes tut. Also ich habe wirklich danach einen Wahnsinnseffekt in den Haaren. Ich habe das letztes Jahr auch in Ägypten gemacht. Wir hatten da so eine After-Sun-Kur von Balea dabei. Weiß jetzt gar nicht, ob die für die Methode geeignet war oder nicht. Das ist auch egal. Und habe das reingeknetet und habe es zum Teil auch wirklich drin gelassen. Und das war echt ein irrer Effekt. Also man spült dann auf jeden Fall die Kur aus und ist dann aber noch nicht fertig, nein, denn dann kommt die Spülung. Und hier ist es nicht so, dass man die Spülung in die Haare gibt und dann ausspült, nein.
die Spülung bleibt drin. Man nimmt wirklich nur einen ganz kleinen Klecks der Spülung. Hier wieder eine von Balea. Traumlocken, auch sehr zu empfehlen, ist die rosane Longhair. Und ich glaube, die eine ist irgendwie Proteine und die andere Feuchtigkeit. Aber wie gesagt, da mich das nicht so gänze interessiert oder ich nicht so tief drin bin, müsste man selbst mal ein bisschen tiefer schauen, was die Haare dann selbst brauchen. Ich weiß nur, dass das jetzt tatsächlich das andere ist zur Kur. Deswegen auch eine Spülung, die man eben im DM bekommt bei Balea. Und man nimmt sich wirklich nur einen ganz kleinen Hauch und knetet das dann wirklich nur in die Längen ein und knetet wieder die Haare zusammen, als wenn man eben die Locken formen möchte. Und man nimmt deswegen so wenig und man gibt das deswegen auch nur in die Längen, weil es drin bleibt. Deswegen nicht zu viel nehmen. Es ist im Grunde eine Art Leave-In-Kur, was es ja schon immer irgendwie gibt, aber eben etwas sehr Feuchtigkeitsproteinspendendes, was eben auch in den Haaren bleiben kann, ohne Alkohol, ohne schlechte Inhaltsstoffe, sondern wirklich das, was die Haare brauchen. Und dann kommt etwas, wo ich anfangs dachte, wie soll das denn gehen? Theoretisch gehen jetzt viele her und kämmen einmal ihre Haare mit der Spülung sozusagen durch. Das ist in dieser Methode sehr häufig das einzige Mal, dass Haare durchgekämmt werden. Ha, ja, ne? Das finde ich tatsächlich manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich verwende tatsächlich auch keine großen Bürsten mehr, außer wenn ich dann eben glatte Haare habe, weil ich ja sehr variiere zwischen locken und glatt und das tut der Methode auch überhaupt keinen Abbruch. Aber man kämmt jetzt eben mit der Spülung in den Haaren die Haare durch. Man nimmt einen grobzüngigen Kamm und dann kommt ein Haargel. Und ja, ich lasse mich nicht davon abschrecken, dass da Balea Man steht. Ich weiß nicht, warum man sowas für Männer, Frauen titulieren muss. Ja, es riecht halt gefühlt ein bisschen herber nach Mann, aber es ist, am Ende verfliegt das. Und auch ja, dieses Maximum Power Styling Gel in maximaler Halt, Stufe 8, ist eben für diese Methode geeignet, weil sie, glaube ich, tatsächlich keinen Alkohol oder keinen schlechten Alkohol enthält. Und dann knetet man die Haare wieder ein und nimmt dann eine gut ordentliche Menge an Gel und knetet das eben auch wieder in die Locken ein. Und das Gel hält dann eben die gerade geschaffene Feuchtigkeit, die gerade geschaffene Pflege im Haar, hält sie in den Haaren und strukturiert das Haar eben. Dass man nicht einen Frisskopf hat, wie man so schön sagt, sondern definierte Locken hat. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Kommt, glaube ich, immer ein bisschen auf die Menge von dem Gel an. Ich verwende hier als Alternative auch super gerne Leinsamenöl, was ich selbst mache. Es ist halt nur immer auch ein bisschen ein Aufwand. Dann hält das nur so knapp eine Woche. Wenn man da nicht dran denkt, dann ja. Also ich habe Leinsamen hier. Ich mache das so einmal im Monat, auch wirklich so als Kur. Finde ich mega, kann ich absolut nur empfehlen. Rezepte gibt es hier auch auf YouTube. Aber in der Regel nehme ich tatsächlich ein Haargel und knete mir das in die Haare. Und dann nimmt man ein Baumwolltuch oder ein Baumwoll-T-Shirt oder ein Mikrofaserhandtuch und knetet seine Haare trocken, nimmt im Grunde die erste Feuchtigkeit raus. Und das ist für mich auch etwas, was meine Haarpflege revolutioniert hat nach der Kur. Tatsächlich ist es Mikrofaser für die Haare oder eben auch Baumwolle. Für mich wirklich die Mikrofaser. Ich finde, man merkt da so einen großen Unterschied. Das ist wirklich total verrückt. Denn man merkt tatsächlich, wie viel ein klassisches ja, Handtuch im Grunde Feuchtigkeit und Pflege aus den Haaren rauszieht und wie toll es sich anfühlt, wenn man es mit Mikrofaser trocknen lässt. Dazu habe ich mir, ich habe nicht nur ein Mikrofaser-Handtuch, ich habe hier so eine Art Turban-Handtuch. Ich weiß nicht, ob man es jetzt ganz gut erkennen kann, dass man seinen Kopf dann sozusagen oder die Haare hineinpackt und dann eben mit einem Knopf nach hinten führt, also das ist euer Hinterkopf, dann dreht man die Haare im Grunde hier rein und knotet oder hat hier eben die Knopfleiste und trägt dann wirklich einen Turban. Ich finde das mega. Also ja, also man kann natürlich sagen, es ist alles nur Haarpflege, es sind alles auch nur Haare, das ist tatsächlich so. Aber die Pflegewirkung von Mikrofaser, ich hätte das nie gedacht, dass das so einen Unterschied bei den Haaren macht. Das ist wirklich verrückt. Ich lasse es dann meistens so eine halbe Stunde, je nachdem, in dem Handtuch und dann sind die Haare wirklich relativ
ja, gut getrocknet. Und dann der Rest wird in der Regel bei mir Luft getrocknet, beziehungsweise nehme ich dann eben einen Diffuserföhn. Die Mikrofaser ist wirklich was, was ich gefühlt jedem für seine Haare empfehlen würde, weil es wirklich etwas macht. Es raut die Haare nicht auf, es pflegt die Haare, es nimmt gut die Feuchtigkeit raus, lässt aber auch genug Feuchtigkeit irgendwie in den Haaren, damit die eben gepflegt sind. Und ich finde, das ist eine Mischung, ich finde die großartig. Also ich finde es selbst tatsächlich total verrückt, dass ich das so großartig finde, aber es ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Und das ist eben das Einzige, was ich tatsächlich auch auf Amazon bestellt habe. Ich habe da einen Zweierpack bestellt. Ich glaube, für 10, 11 Euro war wirklich nicht teuer. Und die lassen sich, also die wäscht man eben auch ganz normal mit den anderen Handtüchern und bombastisch, wirklich. Ich glaube, das Einzige, was man beim Mikrofaser nicht verwenden darf, ist, soweit ich weiß, ist das nicht Weichspüler. Obwohl, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das bei dem auch der Fall war. Also bei mir ist das in der normalen Wäsche. Und ich finde es tatsächlich total praktisch, den Turban zu haben, sich das hinten zuzumachen. Und dann hat man eben einen Turban auf dem Kopf. Und dann kommt oftmals tatsächlich der Diffuser zur Hand. Also das ist der Föhn mit dem sehr großen Aufsatz. Und dann werden meine Haare eben nochmal so trocken geföhnt. Weil gerade morgens hat man natürlich keine 3 Stunden Zeit, um die Haare lufttrocknen zu lassen. Zumindest im Herbst, Winter. Und das war ja jetzt gerade auch die Zeit, in der ich diese Methode verwende. So noch nicht ganz ein halbes Jahr. Vielleicht ist das im Sommer anders. Vielleicht gehe ich tatsächlich mit halbfeuchten Haaren dann im Sommer auch einfach auf Arbeit. Theoretisch sieht mich da morgens ja keiner, da ist das nicht so schlimm. Aber es funktioniert natürlich an einem Samstag, Sonntag, wo ich nicht arbeite, viel, viel entspannter. Und da versuche ich zumindest auch immer einen der Haarwaschtage zu haben und einen anderen habe ich dann irgendwann unter der Woche. Manchmal schaffe ich es tatsächlich so bis, Mittwoch. Und wenn das gut läuft, dann eben auch gerne Mittwochabend und so nach dem Feierabend, dass man sich dann die Zeit wieder fürs Lufttrocknen nimmt. Wobei, wie gesagt, unter der Woche ist es tatsächlich schon eher so, dass ich da den Diffuser nutze. Und bei Kälte im Winter wollte ich meine nassen Haare auch nicht 3 Stunden in der Wohnung haben, sondern habe da immer unterstützt. Nachts habe ich dann meistens tatsächlich jetzt bei der Länge so ein bisschen den Dutt hinten, pack die hier mit so, neuartigen Zopfhalter, die ich ja jahrelang nicht gebraucht habe. Jetzt kann man sich einen Zopf machen. Knete das wirklich morgens dann nochmal so ein bisschen mit feuchten Händen. Also ich sprühe mir da einfach die Haare ein bisschen an oder mache eben auch meine Hände einfach feucht. Knete das wieder ein bisschen auf und habe dann wirklich ähnliche Locken wie am ersten Tag. Sie sehen gefühlt tatsächlich am zweiten Tag, durch den, dass sie sich trotzdem ein bisschen ausliegen, natürlicher fallen, ein bisschen besser aus. Aber das ist eben was, wo ich wirklich 2-3 Tage gut hinkomme und dann oft am vierten Tag einfach nur ein bisschen Haarpuder verwende oder eben Trockenshampoo. Und meistens bin ich dann so böse, kämme sie und glätte sie. Und habe dann das Haarewaschen noch einen Tag hinausgezögert. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte noch nie so gepflegte längere Haare. Man kann jetzt natürlich bei Schulterlänge, was es ja ist, noch nicht von langen Haaren wirklich sprechen. Wer mich aber noch vor vielleicht 1,5 Jahren kennt, der weiß, dass das durchaus für meine Verhältnisse sehr lange Haare sind. Und ich auch denke, ich habe ja früher irgendwann mal gesagt, ach, diese Pflege und das regt mich auf und die Haare sehen immer trocken aus. Und das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr. Also ich habe überhaupt keine trockenen Spitzen. Es fühlt sich alles gepflegt an, kraftvoll an. Es ist Wahnsinnsvolumen, finde ich. Klar, jetzt heute sind sie frisch gefärbt. Und da ist natürlich mit der Farbe immer das Problem, dass man sich da ganz schön viel Chemie in die Haare gibt. Aber da könnte man nochmal über eine Alternative nachdenken. Aber ich bin wirklich von den Produkten, von dieser Art der Haarpflege sehr, sehr begeistert. Und da ich eben immer wieder gefragt wurde, dachte ich, bringe ich diese 5 Produkte, es sind jetzt eigentlich 6, aber einfach hier mal dazu, wobei halt ein Shampoo ist ein Shampoo und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, das mal auszuprobieren oder hat selbst lockige, wellige Haare und will da das Beste rausholen, dann kann ich diese Methode wirklich nur empfehlen. Und ich hoffe, auch wenn es jetzt kein Buchvideo war, war es ein spannendes Video, war es ein interessantes Thema und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob euch solche Nebenthemen immer mal wieder interessieren, ob ihr vielleicht konkret auch Fragen oder Themen habt, die euch so neben den Büchern, Serien, Filmen irgendwie interessieren. Lasst mich das gerne, gerne wissen, dann greife ich das super gerne auf und natürlich auch, ob ihr
Lockenköpfe irgendwie seid und ob ihr von der Methode schon irgendwas gehört habt oder ob ihr was von den Produkten wisst. Und ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst uns dann in den Austausch kommen. Alle Produkte, wenn ich sie finde, packe ich sie irgendwo in die Infobox und natürlich auch die Kanalempfehlung vom Plunderstückchen. Schaut da super gerne mal vorbei. Ihre Videos sind wirklich super informativ und authentisch und machen mir wirklich großen Spaß. Jetzt danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.